Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es von mir den BookTube Newbie Tag geben. Genau. Ich habe diesen Tag bei der Miss Nerdstagram gefunden. Und ja, dann werde ich mal anfangen. Vorab möchte ich erstmal sagen, dieser Tag ist ja dazu da, um mich und meinen Lesegeschmack näher kennenzulernen, also von den Neulingen. Ja, und ich habe aber noch niemals meinen Namen irgendwo erwähnt und das sollte man ja vielleicht tun, wenn man sich vorstellen möchte. Und daher verrate ich euch jetzt meinen Namen, und zwar heiße ich Romana. Romana bedeutet die Römerin auf Latein. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Meine Eltern wollten unbedingt Kinder kriegen. Das hatte nicht so gut geklappt. Also wollten noch ein Kind kriegen. Ich habe noch eine größere Schwester. Und das hatte nicht so ganz gut funktioniert. Und dann sind sie zum Vatikan gegangen, nach Rom, um zu beten. Und sie haben gesagt, wenn es dann klappen sollte, dann würden sie mich Romana eben nach der Stadt Rom nennen. So, jetzt habe ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Außerdem wollte ich auch noch vorab sagen, ich habe ja schon mal vor 3 Jahren 2 Videos reingestellt. Das eine hatte ich jetzt auf privat gestellt, das war zu anständig essen, das war aber nur so eine ganz kurze Rezension. Das andere Video war zu meinen gelesenen Stephen King Büchern, das habe ich drin gelassen, weil das ja auch so bleibt und ich hatte jetzt auch keine Lust, das nochmal alles neu zu machen. Ich habe ja da noch ein neues Update-Video gemacht, also ein gelesene Stephen King Bücher Teil 2. Falls sich jetzt jemand wundert, dass da drin steht eben vor 3 Jahren das erste Video und dann 3 Jahre nichts mehr. Das war so gewesen, ich habe irgendwie Lust gehabt dazu, BookTube zu machen. Ich habe schon sehr, sehr intensiv auch BookTube geguckt und auch sehr viel gelesen. Und dann wollte ich so anfangen und habe es dann aber doch bleiben lassen, weil ich zu der Zeit viel Stress hatte mit der Uni und so. Jetzt habe ich zwar auch viel Stress mit meinen Kindern, aber ich bin motivierter. Ja, legen wir mal jetzt lieber los, dass das Video nicht wieder zu lang wird. Frage 1. Wieso hast du diesen Kanal gestartet? Ja, wie schon gesagt, ich lese eben sehr viel und ich mache auch alles so ein bisschen in der BookTube-Manier. Also dadurch, dass ich ja auch sehr viel BookTuber gucke, jetzt auch bei Bookstagram sehr aktiv bin. Und da wäre es eigentlich Quatsch, nur Zuschauer zu sein. Also es wäre dann sehr schade, weil einem dann sehr viel Erfahrung verloren geht. Also ich lese ja sehr viel, ich mache mir auch Listen, ich mache mir Leselisten, was ich gerne lesen möchte. Ich merke mir, welche Bücher ich gelesen habe fürs Jahr, für den Monat. Ich überlege mir auch, wie ich das Buch gefunden habe, gibt eine Sterne-Rezension und sowas. Und das ist dann einfach schade, wenn man das alles nur so für sich privat macht und wenn man auch in seinem Freundeskreis nicht so viele Leute hat, die gerne lesen, was bei mir so ist. Also ich habe 1, 2 Freundinnen, die ganz gerne lesen, die lesen aber auch jetzt nicht mehr so regelmäßig. Und deswegen habe ich da so ein bisschen Redebedarf und ich lasse mich auch immer gerne inspirieren von BookTube und jetzt auch Bookstagram neue Bücher zu kaufen. Ich habe ja auch ständig Neuzugänge, das ist ja auch dann schade, wenn die dann keiner außer mir sieht, vor allem wenn die dann Ewigkeit nicht gelesen werden. Ja, und ich würde mich einfach gerne so mehr austauschen und das, was ich mache, auch so ein bisschen mitteilen, dass das nicht alles nur für mich ist. Ich finde auch, wenn man in einem Bereich sich sehr viel informiert und dann niemanden daran teilhaben lässt, dann ist das so irgendwie unnützes, verlorenes Wissen. Also man sammelt ja wirklich sehr viel Wissen über Bücher, wenn man so viel liest, wie wir das als BookTuber eben machen oder auch als BookTube-Fans, also die Zuschauer. Deswegen wäre das einfach schade, wie gesagt. Die zweite Frage lautet, was bringst du Persönliches und Einzigartiges mit in die Community ein? Ja, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen an wie so ein Vorstellungsgespräch. Werde ich jetzt aufgenommen oder nicht? Oh nein. ja, also Persönliches. Was man dazu sagen kann, ich lese ja sehr gerne Stephen King. Ich habe auch sehr viel Stephen King schon gelesen. Ja, so circa 37 Bücher, glaube ich, waren das.
Generell lese ich viel, das ist ja nichts Besonderes jetzt für einen Booktuber, aber es passt eben in die Community rein. Und was bei mir auf jeden Fall aber einzigartiger, wenn man das so sagen kann, ist, dass ich auch sehr viele Sachbücher lese, auch sehr vielfältig lese, also sehr divers. Ich lese gerne Ratgeberbücher, Sachbücher und vor allen Dingen auch in Bezug zu Religionen, weil ich auch Religionswissenschaft studiert habe. Ich lese gerne über alle Religionen. Dann noch ein bisschen spezifischer lese ich auch sehr gerne über Sekten. Erfahrungsberichte, aber auch so allgemein Sachbücher. Erfahrungsberichte lese ich auch im Allgemeinen gerne, Biografien. Dann lese ich sehr gerne Sachbücher so im Bereich Erfolg, Zeitmanagement, Persönlichkeitsentwicklung. Sehr speziell lese ich auch sehr viel über Aktien, weil ich selber in Aktien investiere. Aber ja, das sind jetzt eben so Sachen, wo ich nicht so ganz genau weiß, ob die überhaupt jetzt jemanden interessiert. Also natürlich weiß ich, es gibt Aktienkanäle und sowas alles. Da gibt es natürlich die Leute, die denen folgen. Aber mein Kanal soll ja jetzt wirklich ein Buchkanal sein. Und da soll der Fokus auf Romanen eigentlich sein. Aber am Rande erwähne ich immer auch mal gerne so ein bisschen Sachbücher, also zum Beispiel bei meinen Neuzugängen oder bei meinem Lesemonat sowieso, was ich gelesen habe. Ich weiß aber noch nicht, inwiefern ich da wirklich ins Detail gehen kann. Also was Religion angeht, das interessiert vielleicht die Leute noch so ein bisschen. Also ich lese ja jetzt nicht so theologische Bibelliteratur oder so, sondern jetzt zum Beispiel, sagen wir, zu griechischen Mythologie oder so. Das interessiert ja noch viele. Ja, das werde ich einfach mal schauen, was ich da so für Feedback bekomme, wenn der Kanal ein bisschen an Abonnenten wächst. Dann kann ich mir da ja Feedback einholen, was ihr dann so darüber denkt. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das Video hier seht, ob euch solche Themen interessieren oder nicht. Ja, sonst zum Thema Roman ist eben wirklich das etwas Persönlichere, dass ich gerne Stephen King lese und dass ich auch wirklich sehr vielfältig lese. Also ich lese Thriller, historische Romane, zum Teil manchmal ein bisschen. Dann lese ich auch Horror, Fantasy lese ich sehr viel, Dystopien mag ich eigentlich am meisten und jetzt Klassiker auch. Ich möchte mich jetzt auch ein bisschen noch weiter ausbreiten. Also ich möchte gerne auch mal versuchen, Liebesromane zu lesen, ein bisschen mehr oder Science Fiction. In dem Bereich habe ich noch fast gar nichts, glaube ich, gelesen. Und ja, also eine größere Bandbreite könnt ihr auf meinem Kanal hoffentlich erwarten. Die Frage Nummer 3. Worauf freust du dich mit deinem Kanal am meisten? Ja, ich freue mich am meisten, dass ich mich so ein bisschen selbst reflektieren kann, was ich ja sowieso immer schon für mich privat mache. Es ist aber nochmal was anderes, wenn man das dann mit anderen zusammen macht, wenn man so ein bisschen auch Feedback bekommt. Und ja, weil sonst liest man einfach so. Und bevor ich BookTube kannte, habe ich zum Beispiel ständig immer wieder die gleichen Bücher gelesen. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie viele Bücher ich jetzt im Jahr gelesen habe oder wie viele Bücher ich jetzt neu gekauft habe oder sowas. Und ich bin generell so ein Statistik-Listenmacher-Mensch. Und von daher finde ich das ganz cool, wenn ich mich dann so ein bisschen selbst reflektieren kann und andere daran teilhaben lassen kann. Ja, was ich am meisten mag, sind auch Lesemonate. Das mag ich auch am liebsten bei anderen zu gucken. Und deswegen freue ich mich da auch am meisten, die zu drehen. Ich habe ja auch schon zwei Lesemonate gedreht. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich freue ich mich auch am meisten, über Stephen King zu plappern in entsprechenden Stephen King Videos. Das kann ein bisschen lang zum Teil mal werden, aber wer Stephen King nicht mag, der braucht ja da nicht zuzugucken. Zuletzt habe ich erst ein
Video zu Stephen Kings wiederkehrenden Motive gemacht. Das ging 90 Minuten. Also wenn man Stephen King-Fan ist, dann ist das vielleicht ganz interessant. Aber für alle, die nicht Stephen King mögen, ist das dann natürlich nichts. Ich werde auch noch mal so ein kürzeres Video dazu machen für Leute, die sich noch nicht so sicher bezüglich von Stephen King sind, ob sie gerne ihn lesen möchten oder nicht, damit man einfach mal so reinschauen kann, was so dann 10 Minuten oder so geht. Frage Nummer 4. Warum liebst du das Lesen? Ja, das ist so eine ganz schwierige Frage eigentlich. Ich kann das nicht so wirklich beantworten. Es macht einfach Spaß. Es ist Entspannung, Abschalten, vor allen Dingen so in eine Welt hineingezogen zu werden. Das liebe ich. Also das hat man natürlich bei Filmen und so auch. Zum Teil manchmal sogar noch ein bisschen mehr, also weil man eben dieses Visuelle dazu hat. Besonders wenn man jetzt im Kino ist oder so. Aber bei einem Buch hat man das irgendwie so länger nachklingen, weil, also besonders so bei dickeren Büchern, weil man eben sich so lange beschäftigt hat. Einen Film kann man innerhalb von 1,5 oder 2 Stunden beenden. Aber ein Buch, da ist man eben viele, viele Stunden dabei. Ich meine, selbst jetzt bei einem kurzen Buch sind es doch trotzdem 6, 7 Stunden mindestens, wo man sich damit beschäftigt. Und das bleibt einem dann so länger im Gedächtnis. Man hat seine eigene Fantasie, man kann seine eigene Fantasie anregen. Ja, ich habe einfach Lesen und Schreiben schon immer geliebt. Ich kann gar nicht genau so sagen, wieso. Wahrscheinlich wirklich, um in andere Welten zu tauchen. Auch so ein bisschen, um mich abzulenken. Aber ja. Frage Nummer 5. Welche Buchreihe hat dich zum Lesen gebracht? Ja, da habe ich hier hinten schon zu stehen. Also das ist so eine ein bisschen kompliziertere Geschichte. Ich habe früher schon sehr viel gelesen. Aber ich habe nie so richtig Erwachsenenliteratur gelesen, als ich jung war. Also ich habe natürlich erstmal so Kinderbücher gelesen, Harry Potter, immer wieder, tausendmal. Und dann habe ich solche Bücher wie, keine Ahnung, freche Mädchen, freche Bücher oder solche Mädchengeschichten eben gelesen. Und dann habe ich sehr viele Sachbücher schon gelesen, also schon immer über Religionen, aber auch im esoterischen Bereich. Und dann habe ich zum Beispiel dieses Buch hier immer wieder gelesen. Ich habe das immer wieder ausgeliehen in der Bibliothek. Immer wieder. Ich habe da so viele Schulden bezahlt, bestimmt, weil ich bei der Bibliothek die Bücher nie rechtzeitig abgegeben habe. Ja, ich weiß nicht, ich habe es immer wieder von vorne einfach angefangen, weil es mich so interessiert hat. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, okay, möchtest du jetzt nicht mal ein anderes Buch lesen? So eine Begriffe wie Reread oder so, das kannte ich ja noch überhaupt nicht. Und genau, das Buch ist von Mia Dolan, Die Gabe, die Geschichte einer Frau und ihre außersinnlichen Wahrnehmung. Ja, So da sagt schon die esoterische esoterisch. Literatur, also es ist eben ein Erfahrungsbericht bzw. eine Autobiografie von dieser Person, die meint eben übernatürliche Fähigkeiten zu haben. Und das hat mich immer wieder so interessiert. Das war auch, ja, sie hat nicht nur darüber erzählt, sondern auch über ihr ganzes Leben. Sie hatte wirklich sehr, sehr viel Pech mit Männern gehabt. Ich glaube, es war auch nicht so gut, dass ich dieses Buch gelesen habe, weil das also vor allen Dingen immer wieder gelesen habe, schon in jungen Jahren, weil das, glaube ich, sehr stark meine Meinung, meine Vorurteile gegenüber Männern sehr gestärkt hat, beziehungsweise erst entwickelt hat. Ja, es war wirklich krass einfach. Das zu lesen, eigentlich wäre das wahrscheinlich für so junge Mädchen, wie ich es damals gewesen war, nicht so geeignet gewesen. Aber es hat mich eben sehr interessiert und ich habe es mir immer wieder ausgeliehen. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, das zu kaufen. Sowas wie Amazon Rebuy und sowas kannte ich damals alles nicht, dass man bei Thalia irgendwas bestellen kann. Wusste ich auch nicht. Ich war schon öfter mal immer bei Thalia, aber da konnte ich eben nur die Bücher kaufen, die es da vorrätig gab und da gab es das auch nicht. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, eigentlich das zu kaufen, weil ich das ja immer wieder ausgeliehen habe. Also ich war so eine richtig krasse Bibliotheksleserin. Ich erinnere mich daran,
Ich hatte 60 Bücher ausgeliehen und dann haben die mir gesagt, nee, sie dürfen jetzt nicht weiter Bücher ausleihen. Und ich dachte, oh mein Gott, ich brauche doch noch neue Bücher. Und weil ich immer nur so ein bisschen so reingelesen habe, ich habe die Bücher nie so richtig zu Ende gelesen, außer das Buch habe ich immer wieder zu Ende gelesen. Aber ja, ich hatte so ein ganz merkwürdiges Leseverhalten. Und das Buch habe ich mir jetzt tatsächlich auch als letztes oder vorletztes Jahr überhaupt mal gekauft, obwohl ich ja schon so viele Bücher gekauft habe, aber ich bin einfach nicht auf den Gedanken gekommen, das zu lesen. Jedenfalls zur Frage zurück, ich habe schon immer ständig gelesen. Dann hatte ich aber so ein bisschen so eine Phase, wo ich weniger gelesen habe oder dann eben nur so ein bisschen Harry Potter oder so. Ja, weil mich die ganze Literatur, die ich damals gelesen habe, einfach nicht mehr interessiert habe. Es war eben diese jungen Mädchen, Literatur, was so ja hauptsächlich mit Liebe und so zu tun hat. Damals fand ich das noch ganz lustig. Heutzutage bin ich da nicht so ein Fan davon. Und dann dachte ich irgendwie, es muss doch mal gute Bücher geben. Und ich habe tatsächlich wirklich gedacht, es gibt eben nur so diese Kinderbücher oder es gibt sowas wie Liebesromane für Frauen oder Krimis. Weil ich eben überhaupt gar nicht andere Leute kannte, die irgendwie anders gelesen haben. Also so ein bisschen Fantasy-Bereich oder so der Herr der Ringe oder so kannte ich natürlich schon. Habe das aber auch nicht gelesen. Und ich war mir einfach nicht sicher. Und dann habe ich einfach mal so geguckt, was gibt es denn so für Bücher zu lesen? Für Erwachsene bzw. für Jugendliche, also so für junge Erwachsene, habe ich wirklich erst ganz spät angefangen. Dann habe ich so ein bisschen so Pretty Little Liars und sowas gelesen, was ja auch noch so ein bisschen in diesem Mädchenbereich ist, was aber dann schon so ein bisschen für ältere Teenies oder junge Frauen ist. Und ja, oder sowas Magic Circle, also sowas mit Hexen oder so. Aber dann habe ich zum Teil auch sogar Charmed, Buffy und sowas, alles, was ich als Serie schon kannte, habe ich dann nochmal als Buch gelesen, weil ich einfach nicht wusste, was ich lesen sollte. Und dabei bin ich immer jeden Tag zur Bibliothek fast gegangen. Also es war ganz komisch. Ich hatte da wirklich so einen richtig blinden Fleck. Dann war das aber jedenfalls so gewesen, dass ich, als ich 20 Jahre alt war, so spät erst, die meisten Leute erzählen ja immer, ach, ich habe damals S gelesen und oh, wo ich klein war und ich habe aber so gegoogelt, wer ist denn der beste Autor der Welt und natürlich, was ist dabei rausgekommen? Stephen King. Ja, wer sonst? Und ich hatte immer so ein bisschen so dieses Vorurteil gehört, dass man sehr intelligent sein müsste, um Stephen King zu lesen. Und dann habe ich mich immer nicht so rangetraut, also wahrscheinlich weil es so lang, immer so dick ist und eher immer so sehr ausschweift und so. Und dann hatte ich so das Gefühl, man müsste wirklich sehr schlau sein. Und dann dachte ich so, ach, das schaffe ich doch bestimmt nicht. Ich dachte, das wäre so ein ganz schwieriger Klassiker. Genau, so Klassiker habe ich auch immer so in der Schule und sowas gelesen, fand ich auch ganz gut. Aber habe ich mich auch privat nicht mehr so weiter informiert. Dann habe ich eben diese Klassiker dann nochmal gelesen, die ich in der Schule gelesen habe. Und dann bin ich eben dazu gekommen, das Buch hier ist neu rausgekommen, ich glaube, das war doch auch 2014 oder so, Ende 2014 war das, glaube ich, gewesen, ja, genau, 2014. Daran erinnere ich mich noch genau, weil es meine Liebe zu Stephen King geweckt hat und meine Liebe generell zu Erwachsenenbüchern sozusagen. Ja, ich bin da zu der Zeit auch schon zur Uni gegangen und habe tausende Fachliteratur und sowas gelesen, aber bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt intelligent genug bin, sozusagen auch im Romanbereich in die Erwachsenenliteratur zu gehen. Also ganz merkwürdig. Ach, Mangas habe ich auch ein bisschen gelesen. Genau. Und dann habe ich das einfach mal vorgestellt und ich habe das dann so ein bisschen so als Herausforderung gesehen. So, ja, mal gucken, ob ich intelligent genug bin dafür. Total dämlich eigentlich. Weil ja, Stephen King jetzt wirklich nicht nur so total hochtrabende Literatur ist. Zum Teil wird er ja auch richtig niedergemacht wegen seiner derben Ausdrucksweise. Also das ist immer so zwischen den Stühlen. Also einerseits so dick und auch
Ja, zum Teil manche Fachbegriffe, aber eigentlich auch nicht so viel. Und dann eben so diese derbe Sprache, was das dann immer so zu so einem Zwischending macht. Einfach eben Stephen King kann man gar nicht mit anderen Sachen vergleichen oder in eine Schublade stecken. Und dann habe ich das gelesen und ich war begeistert gewesen. Ich habe dann aber gelesen, dass alle gesagt haben, dass dieses Buch überhaupt gar kein typischer Stephen King ist. Und dann habe ich mich geärgert. Ach, jetzt habe ich ja doch keinen typischen Stephen King gelesen. Jetzt bin ich ja doch nicht so intelligent. Also so total bescheuert. Übrigens gucke ich jetzt die Serie zu Mr. Mercedes. Sie ist sowas von gut. Guckt sie euch unbedingt an. Und ich finde, sie ist einfach klasse umgesetzt. Das ist bei Amazon Prime. Da muss man dann noch so ein Euro extra bezahlen oder so, weil man da so einen komischen Channel dazu kaufen muss. Auch ein bisschen fragwürdig alles, aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Serie zu gucken. Ich bin total hin und weg. Ich bin jetzt bei der zweiten Staffel. Und dann habe ich das eben beendet gehabt, habe dann gedacht, oh, ich habe kein typisches Stephen King gelesen. Was ist denn ein typischer Stephen King? So, und dann bin ich dazu gekommen, Shining zu lesen. Ja. Und Shining war wirklich unglaublich. Ich verstehe gar nicht, warum. Eigentlich, wenn ich das jetzt so reflektiere, so spannend war eigentlich der Inhalt überhaupt gar nicht. Aber es war eben mein erstes Buch mit Mr. Mercedes, was ich so in dieser Erwachsenenliteratur gelesen habe. Was jetzt nicht so um irgendwelchen Mädchenquatsch geht oder so ein bisschen um Hexen oder sowas in der Art. Sondern wirklich auch mit erwachsenen Charakteren spielt, was jetzt nicht irgendwie so ein Klassiker ist, sondern wirklich spannend zu lesen ist. Und ich war einfach hin und weg gewesen. Ich habe wirklich stundenlang gelesen und dann bin ich um 4 Uhr nachts wach geworden. Und ich liebe auch, ich weiß nicht, wenn ihr ein Stephen King-Fan seid. Dann kennt ihr bestimmt auch diese spezielle Schrift, die Stephen King verwendet. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die das so finde. Aber er verwendet so eine spezielle Schrift und dann macht er hier manchmal einfach so eine Absätze, wenn hier so ein Dialog kommt. Nicht jetzt, sagt er, und dann macht er einfach einen Absatz. Und ich weiß nicht, irgendwie zieht das mich immer so in diese Stephen King-Welt rein. Vielleicht könnt ihr jetzt gar nicht verstehen, was ich meine. Oder dass er dann immer so eine Zeitschriftenartikel oder irgendwie sowas. Also, das ist einfach nur cool. Naja, ich will jetzt nicht zu viel von Stephen King reden, falls es jetzt manche Leute nicht so interessiert. Aber es war einfach geil. Ich habe wirklich nachts bin ich aufgewacht und konnte nicht mehr weiterschlafen, weil ich unbedingt weiterlesen wollte. Und habe dann die ganze Nacht zum Teil gelesen. Und so einen Moment hatte ich dann eigentlich auch nur noch bei Revival später dann gehabt, auch von Stephen King. Aber die Leselust war hiermit auf jeden Fall geweckt. Und dann habe ich auch gleich im ersten Jahr, also 2015, ich habe jetzt Ende 2014 das gelesen, im Anfang 2015 das. Und dann habe ich 2015 20 Stephen King Bücher gleich hintereinander weggelesen. Ich habe fast nichts anderes gelesen. Und dann ja, ist es so ein bisschen angefangen, dass ich auch andere Bücher, so im Horrorbereich, Fantasy-Bereich gelesen habe. Erfahrungsberichte auch. Schon Erfahrungsberichte habe ich auch schon früher so ein bisschen gelesen. Die Gabe war ja auch so ein bisschen so ein Erfahrungsbericht gewesen. Ja, aber ich habe dann viel mehr einfach gelesen und habe mit BookTube angefangen. Ich habe nämlich geschaut. Wer erzählt mir denn was von Stephen King? Ich habe mir wirklich stundenlang was über Stephen King angehört bei BookTube. Und da bin ich auf Chrissys kleine Welt gestoßen. Das war wirklich die erste BookTuberin, die ich so gesehen habe. Und die hat dann so toll erzählt von Stephen King und so leidenschaftlich. Und dann habe ich mir ihre Bücherregale zu Stephen King, habe ich mir bestimmt 5-mal angeguckt. Und ich wollte so gerne auch so viel lesen wie sie. Und dann habe ich mir so Listen erstellt von dem, was sie gelesen hat und wollte das alles abhaken. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass sie aber einen ganz anderen Lesegeschmack hat eigentlich als ich, außer jetzt bezüglich Stephen King, aber dass sie so sehr in die Horrorsparte geht, wo ich eigentlich nicht so bin. Ich bin eher so in die Fantasy-Dystopie-Richtung.
Und dann habe ich das irgendwann alles aufgegeben, das alles lesen zu wollen, was sie auch gelesen hat. Und bin dann auch so ein bisschen zu anderen Booktubern eben gekommen. Ja, das ist aber meine Geschichte, wie ich dann das Lesen wieder neu entdeckt habe und auf ein anderes Level gebracht habe. Die nächste Frage ist jetzt auch passend zu dem, was ich gesagt habe. Welche Frage würdest du deinem Lieblings-Booktuber stellen? Also ich habe viele Lieblings-Booktuber. Ich mag sehr viele Booktuber. Wobei ich jetzt gar nicht so viele gucke, aber alle, die ich gucke, finde ich sehr gut. Wie gesagt, mit Chrissys kleine Welt habe ich eben angefangen, aber sie hat so, also ihre Videos gefallen mir sehr gut, aber sie hat eben einen anderen Lesegeschmack als ich. Das ist auch zum Beispiel bei Melody of Books, die hat einen komplett anderen Lesegeschmack als ich, weil sie sehr viel auch so New Adult und im Liebesbereich liest. Da gucke ich mir immer gerne ihre Videos an, aber sie hat eben ein ganz anderes Leseverhalten als ich. Sie hat auch so sehr viele Neuzugänge und ja, da kann ich mich dann nicht so gut inspirieren lassen. Ich gucke zwar ihre Videos gerne, aber ich brauche dann wirklich so jemanden, wo mein Lesegeschmack mehr auf einer Wellenlänge ist, sozusagen mit der Person. Dann gucke ich sehr gerne auch Toto vom Kanal Thorsten liest, heißt er glaube ich jetzt, ja. Ja, der liest aber auch sehr gerne auch so Krimis in diesem Bereich oder weiß ich nicht so richtig, wie man diese Bücher nennt, die er liest. Aber oh, ich musste mal die Örtlichkeit ändern. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Und zwar bei, welche Frage würdest du deinem Lieblings-Booktuber stellen? Ja, wie gesagt, ich habe sehr viele verschiedene Booktuber, die ich mag. Zum Beispiel Paddy Love Books mag ich auch sehr gerne. Ich finde ihre Videos richtig toll. Sie ist ja auch gerne so ein bisschen ausschweifend wie ich. Und da kann man sich immer schön lange Videos angucken. Aber wen ich momentan eigentlich am meisten mag, ist The Sarah Story. Ja, auch weil ich ihre Bücher sehr gerne mag und sie bringt sehr regelmäßig Videos raus, was ich wirklich toll finde, weil ich eigentlich ständig BookTube gucken möchte. Und deswegen bin ich da sehr froh drüber. Und sie bringt auch immer sehr gute Videos raus. Sie hat auch so ein bisschen ähnlichen Lesegeschmack wie ich. Daher ist sie eigentlich meine Lieblingskandidatin, wenn man das so sagen kann. Ich stelle jetzt aber keine Frage, weil wir sowieso geplant haben, dass ich ein kleines Interview mit ihr mache über ihre Bücher. Und von daher möchte ich natürlich die Fragen, die ich an sie habe, nicht jetzt schon verraten. Da müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden. Frage 7. Welche Challenge wird am schwersten sein zu bewältigen mit deinem neuen Kanal? Also die Challenge, die ich mir selber gesetzt habe oder jetzt so allgemein als Herausforderung? Ich kann ja mal beides beantworten. Also die Challenges, die ich mir selber vorgenommen habe, da ist es am schwierigsten, alle Challenges zu bewältigen, weil ich mir so viel. Und jetzt ist die Kamera schon wieder ausgegangen. Ich hoffe, es hat jetzt aber davor alles aufgenommen. Also zum Thema Challenges. Was ist die größte Herausforderung, die ich bewältigen muss mit meinem Kanal? Das ist natürlich Zeit zu finden, wo es hier ruhig ist mit meinen Kindern. Das kann ich also nur machen, wenn sie draußen sind mit dem Vater oder meine Tochter im Kindergarten ist und mein Sohn ein bisschen spielt. Ja, sonst ist das gar nicht möglich, wenn die hier so rumrennen. Und so ist es auch schon ein bisschen schwierig mit einem. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht das, wenn es mal immer so ein bisschen zu Störgeräuschen kommt. Aber ja, es geht eben auch nicht anders. Frage 8. Wann hast du mit dem Lesen begonnen? Das habe ich ja eigentlich schon davor beantwortet. Also ich habe damals mit dem Lesen angefangen, also Lesen gelernt. Nicht in der Schule, sondern mit einem Computer. Ja, damals gab es tatsächlich schon Computer. Das war so ein Kindercomputer gewesen und mit dem hat man so das Buchstaben aneinander reihen gelernt und dadurch konnte ich dann schon vor der Schule lesen
und habe auch schon ein bisschen Bücher gelesen, natürlich so Kinderbücher, also jetzt auch nicht so wie Harry Potter, sondern so richtige Kinder-Kinderbücher. Und auch bevor ich lesen konnte, hat mir mein Vater immer schon Der Zauberer der Smaragdenstadt vorgelesen. Ich kannte da gar nicht Der Zauberer von Oz, was ja eigentlich das Original ist. Und Der Zauberer der Smaragdenstadt ist so ein bisschen so eine russische Adaption, so eine Weiterentwicklung. Da gibt es so sehr viele Bücher und das hat er mir jeden Abend immer vorgelesen. Also ich war schon immer sehr buchbegeistert, selbst da, wo ich noch gar nicht lesen konnte. Frage Nummer 9. Wo liest du am liebsten? Also ich lese eigentlich am liebsten im Bett oder auf der Couch, so ein bisschen im Halbliegen. Ich höre Hörbücher am liebsten draußen bei richtig gutem Wetter, wenn ich so ein bisschen spazieren gehe oder auch im Bett, wenn ich so an die Decke gucke und mich nur auf das Hörbuch konzentrieren kann. Das ist ganz nett. Dann Frage Nummer 10. Welches Genre liest du am liebsten? Also, welches Genre ich am liebsten lese, das sind eigentlich tatsächlich Dystopien. Da habe ich aber schon sehr viel davon gelesen und dann gab es so einen Überfluss an Dystopien und dann habe ich aufgehört, damit zu lesen. Jetzt habe ich aber Der Report der Magd wieder gelesen und Sleeping Beauty, das ist ja auch eine Dystopie. Und jetzt bin ich wieder voll dabei und möchte gerne wieder mehr Dystopien lesen. Ich liebe ja wirklich sowas im Format. Die Tribute von Panem, solche Geschichten sind absolut meins. Oder auch Das letzte Gefecht, es ist denn mein aktuelles Lieblingsbuch von Stephen King, ist ja auch eine Dystopie, also so apokalyptische Geschichten. Dann mag ich auch ganz gern Erfahrungsberichte und Fantasy. Ja, das waren dann die 10 Fragen zum BookTube NewbieTag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich tagge jetzt natürlich niemanden, weil ich jetzt keine neuen BookTuber kenne. Wenn ihr neue BookTuber seid, dann könnt ihr mir, und dieses Video jetzt hier seht, dann könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare euren Namen schreiben, beziehungsweise ich lese ja dann euren Namen, dann könnt ihr einfach schreiben, ja, ich bin neu hier und dann gucke ich mir gerne euren Kanal auch an. Ja, und abonniere euch. Und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, dann abonniert mich gerne und schreibt auch ganz gerne rein, wenn ihr schon länger bei BookTube dabei seid, was euch so zu BookTube gebracht hat, wie euch BookTube momentan gefällt. Und wenn ihr nur Zuschauer seid und so ein bisschen überlegt, schon mit den Gedanken spielt, ob ihr auch mal anfangen wollt, euer erstes Video zu veröffentlichen, dann schreibt mir das doch auch ganz gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.